Da bin ich auch schon wieder. Und wisst ihr, was mir eingefallen oder aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob es das sein könnte. Müsste ich gucken im Nachhinein. In der Folge, in der ich gehandelt habe wegen dem Elixier des Manas. Da war ja dann auf einmal so viel Geld im Fenster. Und da dachte ich mir dann, warum? War dann da die Rune mit drin und ich habe es nicht gecheckt oder so? Aber ich habe die Rune herstellen können, ohne die Spruchrolle zu besitzen. Das heißt, ich könnte effektiv meine leeren Runensteine auch verarbeiten, veredeln, nenne ich es jetzt mal. Um da mehr Gold rauszuholen. Müsste ich mal gucken, ob ich irgendwo noch Runensteine kaufen kann. Das wäre dann auch noch eine Geldquelle, die ich anzapfen könnte. Tatsächlich. Ich habe jetzt hier übrigens schon wieder gestartet, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel hier tatsächlich gerespawnt ist. Und da würde ich euch dann schon mitnehmen wollen. Nicht, dass er was verbassert wird. Warte mal. Es ist zwar, wie gesagt, ganz lustig, aber ich würde es mich freuen, wenn ich das außen anstellen könnte. Also beim normalen Töten ist es mir tatsächlich lieber, wenn das automatisch lockt. War hier irgendwas, das ich töten kann? Da oben waren Snapper oder Razor. Eins von beiden, ne? Snapper. Das hätte man schöner machen können, aber es hat funktioniert. Ich habe da bestimmt noch lecker Wurzelsuppe. Oh ja, köstlich. Es ist sinniger, die anzulocken. Ich habe gerade überlegt, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, die abzuknallen, weil dann kommen sie alle und dann können sie mich eh hitten. Und ich mache jetzt wahrscheinlich auch richtig viel Schaden. Ja. Lustigerweise komme ich immer noch nur mit einem Damage durch, aber... Naja. Dafür ist der Crit sehr hoch. Höher ist mein Feuerball-Damage. Oh, Game. Ihr merkt schon, ich werde, wenn eine Session mal etwas länger ist, in der ich aufnehme, werde ich etwas ungehalten, wenn das Spiel das über einen längeren Zeitraum einfach ja, so beibehält, so fair zu sein. Naja, man muss natürlich fairerweise sagen, ich nutze auch diverse Spielmechaniken aus, um einen Kampf für mich besser ausgehen zu lassen. Da war ich ja drin, ne? Da habe ich mich ja tatsächlich durchgekämpft. Ja. Allerdings hatte ich dann hier wahrscheinlich den ersten Ork gesehen und gesagt, nö. Ja. Ist aber nur ein Speer, den kann ich sogar easy töten. Also ich finde auf jeden Fall, dass es in Othello ein paar coole Änderungen gibt, wie mit dem Gear, dass es Mana gibt oder dass es Mana wiederherstellt beim Töten etc. pp. Aber das mit den 5 Lernpunkten, weiß ich nicht. Man muss jetzt natürlich fairerweise sagen, ich bin jetzt schon relativ stark und habe noch nicht mit der Fokussuche angefangen.
Und es geht ja noch bergauf. Ich weiß noch nicht, wie viel EP die ganze Fokussuche gibt dann letztendlich. Blöder Stein. Hörst du jetzt mal auf, mich zu verfolgen? Ausgezeichnet. Baum, hilf mir. Guter Baum. Oh no. Baum, hilf mir. Oh Gott. Nicht dem Ork, mir. Irgendwas, das beides heilt? Nein. Also ich weiß nicht, wie viel EP mich noch erwartet, aber wenn ich jetzt mal nur vom normalen Gothic 1 ausgehe, dann sollte ich immer noch wirklich genug EP bekommen, um ja, diverse Meilensteine zu erreichen. Irgendwie sieht die Anzeige von meinem Mikrofon gerade echt fehlerhaft aus. Läuft das normal? Moment, ich muss das mal kurz... Ja, das ist nur Streamlabs, was da anscheinend gerade irgendeinen Mist anzeigt. Okay. Das ist tatsächlich was, das habe ich im Stream jetzt, in dem Stream, in dem ich ab und zu mal gemacht habe, von dem LP quasi, ein bisschen lieb gewonnen, dass falls mal irgendwas nicht funktioniert oder spinnen sollte, dass ihr mich da sofort darauf hinweisen könnt und ich das sofort fixen kann. Das ist nice. Das ist echt nice. Das sind halt alles Razor. Die kann ich nicht richtig besiegen. Also wenn sie zu Mehrt kommen, ist es vorbei eigentlich. Wenn wir mal ehrlich sind. Außer ich habe halt irgendwie eine cheesy Methode. Drüben haben wir auch nochmal Razor. Für sowas ist der Feuersturm halt schon echt nice. Sodom funktioniert das mit dem Töten der Razor auch besser. Allerdings, wenn sie unter mir sind, ist es ein bisschen buggy und eklig. Da hinten ist noch ein Kraut. Was erwarten mich hier für Gegner? Waren hier nicht Bluthunde oder Schattenläufer oder irgendwie sowas? Das Erinnerungsstatue. Hallo? Ja, genau, da ist ein Bluthund. Daran erinnere ich mich. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier hochkommt.
Hättet ihr ein Rudel verhalten, ihr wärt so viel gefährlicher, möchte ich euch nur mal sagen, ne? Von wegen Bluthund am Arsch übrigens. Ihr müsstet mich schon längst riechen. Eigentlich wollte ich jetzt zu der Höhle, ne? Irgendwie mache ich gerade einen Abstecher. Die Wege des Feuers sind unergründlich. Da fehlt nur ein bisschen Int, dass ich 3 Feuerbälle statt 4 bräuchte. Warte mal. Vorsichtshalber, bevor ich mich wieder über meinen Mana beschwere. Hallo? Ist in dieser schaurigen kleinen Höhle jemand? Ein Schattenläufer. Wollen wir mal schauen, wie viel Schaden ich den jetzt im Nahkampf mache? Eine Menge. Seht ihr, deswegen wollte ich das... Oh, Feuerregen. Deswegen wollte ich das haben. Dass ich den Stab tragen kann. Weil es halt jetzt wieder eine gewisse Zeit carried. So, ich habe eine alte Notiz gefunden. Okay, da steht dran. Ich hoffe, es wird nichts passieren, wenn ich es lese. Speichern. Pyroka weist mich energisch ab. Er spürt, dass etwas Böses in der Luft liegt. Warum ergreifen die höchsten Feuermagier keine Maßnahmen? Wenn der Rat beschließt, etwas zu unternehmen, bin ich sicher, dass wir der Sache auf den Grund gehen werden. Es vergehen Monate, ich fühle mich bereit, der 5. Kreis steht mir offen. 2 Jahre Studium zeigen ihre Wirkung. Wenn Pyroka nur nicht so egozentrisch wäre, wüsste er, was er jetzt tun sollte. Ich beschloss, das Kloster zu verlassen. Ich habe das Kloster verlassen, die nächste Richtung, das Minental. Da Pyroka keine Entscheidung treffen kann und sich nur darauf konzentriert, den König zu unterstützen, werde ich Magiern im Minental helfen und sie vor der Gefahr warnen. Ich tat es. Ich habe die Barriere durchschritten. Dieses Gefühl, ich werde es nie vergessen. Ich fühle Aufregung. Das Kloster muss über diese neue Gruppierung informiert werden. Auch sie haben die Barriere freiwillig überquert und sind auf dem Weg zum Sumpf, um das Wort eines neuen Gottes zu verbreiten. Okay. Arme Feuermagier, aber er hat wenigstens eine vorherige Spruchrolle. Mit der ich Dinge tun kann. Feuerregen würde ich ja selber erst im 6. Kreis haben und bis dahin dauert es ja noch 90 Intelligenz. Ich misse das nicht in Zeit, ich misse das in Intelligenz. Harpien. Oder zumindest eine, die komplett durchdreht. Gefällt mir nicht, dass da so ein Mini-Pentagramm an dem Boden ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mich wohin teleportiert, wenn ich mich da drauf stelle. Nein? Okay. Aber wahrscheinlich muss ich hier eine Rolle wirken, eine Spruchrolle oder so. Und dann teleportiert er mich wohin.
Okay, schauen wir mal. Ich habe hier eine extrem schlechte Sicht. Ich beschleunige das mal. Oh, ich beschleunige auch das Ertrinken. Sehr lauter Wasserfall. Punkt MP3. Aber ich glaube, es ist da auch nichts, deswegen gehe ich wieder weg. Jungs, was habt ihr da unten für eine Party? Darf ich euch bei der Party stören? Nur ein bisschen. Oh, das war schön. Das war es wert. Mehr als wert. Keine Ahnung, wieso die alle so ineinander gequetscht waren, aber ich nehme das mit. Eine Fleischwanze. Der habe ich gezeigt. Oh, noch mehr Orks. Wieso stehen die so im Bündel rum? Ich mache meinen Mana wieder voll. Ich treffe aber auch nur ihn gerade. Das läuft gerade nicht optimal. Falschen Zauber ausgerüstet. No! Da war ich zu gierig. Tja, da merkt man jetzt halt die Übermacht eines Magiers. Hier hätte ein Krieger wesentlich mehr Probleme. Und natürlich mein Skill. Ich kann super toll Tasten drücken. Feuerwehrgruß, wusch. Und EP-Balken groß. Yeah! Allerdings sind hier auf jeden Fall Grafikbugs. Wirkt ein bisschen, als wäre das hier noch nicht fertig. Warte mal, wie viel Schaden mache ich einem Bluthund mit meinem Stock? Viel. Dann sollte ich euch auch im Nahkampf besiegen ab sofort. Das spart Mana. Weil Bluthunde haben ein super einfaches Moveset, wie Schattenläufer. Das spare ich mir was.
Wahrscheinlich mache ich den Razern auch übel viel Damage im Nahkampf jetzt. Aber die einzeln anzulocken ist fürchterlich. Probier's mal, komm. Razer. Du magst mich doch sicherlich mal beißen. In mein Ohrschlinei. Da ist das meiste Fett drin. Ja, so kann ich die Razer einfacher besiegen als mit einem Feuerball. Ich sag ja, Leute, der Stock. Der Stock ist es. Da stockt euch der Atem. Sechs Mana pro Kill übrigens. Also wenn wir jetzt einen töten, der nur einen Feuerball braucht, machen wir sogar Plus Mana. Investment nennt man das. Tja, jetzt bin ich halt heiß drauf, alle Razer umzubringen, jetzt wo ich weiß, dass es mit dem Stock so super klappt. Manchmal werde ich halt doch getroffen. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich glaube, ich heile das mit Wasser. Ich habe halt so viel gebratenes Fleisch. Ich bräuchte halt Käse und Brot, weil diese Sandwiches sind bombastisch gut. Das ist mittlerweile auch relativ hoch, ne? 41%. Durch den Stab, der gibt ja auch nochmal was. Ich glaube nicht wenig, sogar 8 oder so. Ja, 8. Ich hätte halt echt Bock, da jetzt auch nochmal die zweite Stufe zu lernen. Also die Kämpferhaltung mit zwei Hand. Brauche ich halt auch fast nichts. Ich brauche, sage und schreibe, 5 Vitalität. Wieder mit Wasser. Davon habe ich genug und das heilt immerhin 5%. Das ist aktuell eine sehr glückliche Sparmaßnahme. Hey, schaut mal, ich habe wieder 350 Hertz. Ich bin basically wieder reich. Ding ist halt, ich hätte wirklich jetzt, also jetzt durch Gothic 1, durch die Othello-Mod, habe ich wieder richtig Bock bekommen, ein bisschen mehr Gothic zu spielen.
Und würde ja wirklich gerne diese zwei ganz anderen große Projekte spielen. Arkolos und das eine, wo ich den Namen immer vergesse. Ich weiß nicht, wieso ich mir den Namen nicht merken kann. Am besten fange ich damit an, dass ich das endlich geklärt hat, das Thema. Vielleicht kann ich mir den Namen dann merken. Aber das sind halt solche gigantischen Monsterprojekte. Und selbst hier Gothic 1 Othello. Ich habe ja bei dem Part, bei dem ich jetzt bin, hatte ich Gothic 1, glaube ich, schon längst durch. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube. Und Othello ist ja nur so eine Mod mit ein bisschen Erweiterung für Gothic 1. Und selbst hier halte ich mich jetzt ewig auf. Wobei ich sagen muss, dass es halt, dass ich nicht das Gefühl habe, stark genug zu sein, in der Story problemlos weiter voranzuschreiten. Deswegen möchte ich erstmal ein bisschen mich aufpowern. Das hat man ja in Gothic 1 gar nicht. In Gothic 1 ist man ja super schnell overpowered. Finde ich. Ich finde es in Gothic 1 zu krass, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich finde es geil, wenn man in RPGs später stark ist und man halt merkt, hey, dieses Gebiet hat mich vorher genagelt, jetzt nagel ich das Gebiet. Ist geil. Aber in Gothic 1 geht das zu schnell, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, in Gothic 1, bevor ich mich einem Lager angeschlossen habe, habe ich schon angefangen, die Gardisten zu verprügeln. Also, na? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das darf halt nicht passieren bei den Razern. Weil die machen den Arsch voll Schaden, trotz meiner Magierrüstung. Das kann jetzt ein bisschen dauern, wenn ich mich nur damit heile. Ich habe mich mittlerweile auch echt ganz schön daran gewöhnt, das Menü problemlos mit der Maus zu steuern. Auch wenn es anfangs echt ganz schöne Umgewöhnung war. Diese verschiedenen Reize sind zwar auch praktisch, aber die benutze ich tatsächlich nicht. Irgendwie bin ich das in Gothic so sehr gewohnt, rumzuscrollen wie ein Depp, dass ich das gar nicht rauskriege. Das ist ja jetzt, glaube ich, erträglicher, ne? Ich mache immer noch keinen Base-Damage, sondern halt nur Crit-Damage. Aber das ist, glaube ich, erträglicher, weil ich viel häufiger critte. Also die Kämpfe dauern echt nicht lang. Das war am Anfang ja schlimmer. Also das ist jetzt ertragbar, oder? Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich die Razer so besieg. Ich glaube nicht, dass es mit dem Feuerball wesentlich schneller geht, um ehrlich zu sein. Aber ich werde es schon weiter so handhaben. Also jede Lernpunkte, die ich jetzt kriege, die pumpe ich alle einfach nur noch in Intelligenz rein. Alles. Also vielleicht lerne ich noch Dingens. Zweihand, beziehungsweise Jagd und Beute. Aber ansonsten alles in Intelligenz. Also langsam sind es echt viele Razer. Das sind nochmal Harpien. Die finde ich im Nahkampf irgendwie echt fürchterlich, deswegen bin ich mal so frei. Wenn ich Razer töte, kriege ich das eh wieder zurück. Das Mana.
Ich sage aber schon mal so viel, das nächste Projekt, was auf dem Kanal dann kommt, wird erstmal kein Gothic sein. So viel weiß ich schon mal. Ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber es wird auf jeden Fall erstmal kein Gothic sein. Ich denke, ich werde immer irgendwas dazwischen schieben, zwischen den Gothic-LPs. Weil ich bin jetzt nicht wie Kurga oder Jorgensen oder so ein reiner Gothic-Let's Player. Ich liebe das Spiel, aber trotzdem brauche ich ab und zu mal eine Abwechslung. Ich will es halt nicht übersäuern. Kennt ihr das, wenn ihr übelst Bock auf was habt? Auch bei Süßigkeiten oder ein Getränk oder irgendein Essen. Und dann konsumiert ihr einfach nur noch dieses eine Produkt wie ein Gaskranker und hört nicht auf damit, bis ihr es irgendwann nicht mehr sehen könnt. Und den Punkt möchte ich bei Gothic halt nicht erreichen. Ich hätte auch übel Bock, wieder Gothic 3 zu spielen. Mit dem Content-Mod. Würde mich echt interessieren, was da alles dazukommt. Okay, dass ich da gerade nicht getroffen wurde, war lucky. Ich hab's irgendwie nicht erwartet, dass er nicht angreift, sondern vor mir einfach stehen bleibt. Was glaubt ihr? Wie viel Schaden mache ich mit meinem Stock an Trollen? Genug, dass man sagen kann, klatscht weg oder nicht? Elixier des Lebens. Bonus auf Vitalität. Ja, doch. Ich werde ziemlich sicher. Konzentrationstränke. Zwei Handwaffen auf Kämpferhaltung bringen. Ziemlich sicher. Falsche Seite. Was ist das denn? Zum Draufsetzen, oder? Ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Wahrscheinlich muss ich. Ist es quasi zur Mauer geneigt? Ich müsste in der Mauer stehen. Wieso sind hier 800 Trolle? Kommen die in die Höhle rein? Ja, ich glaube schon. So, ich teste das jetzt einfach mal. Okay. Also, ich finde, das ist genug Schaden, dass ich die easy wegmachen kann. Ich würde jetzt aber noch was probieren. Sammelt euch, Kreaturen des Waldes! Der hat mich gegen die Wand geklatscht. Den anderen treffe ich nicht mehr. Aber ich mache unverschämt viel Schaden mit dem Area Damage an denen. Oh! Boah, Gott sei Dank. Ging nochmal gut. Ihr müsst halt echt nah aneinander stehen, kann das sein? Irgendwie klappt es an euch jetzt nicht mehr. Nee. Keine Ahnung, warum nicht.
gierig. Da war ich zu gierig. Ich hab mich verschluckt. Ihr wollt nur was trinken und bin fast ertrunken. An einem hat es jetzt Damage gemacht. Wieder. 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 Ja. Jetzt klappt's nochmal. Jetzt bräuchte ich drei Ziele, sonst klappt es nicht irgendwie. So. Übel. Okay, jetzt nehmen wir aber mal wieder einen Trank. Razor. Komm her. Oh, ich glaube, der eine will schon. Also Geld kriege ich jetzt hier auch wieder eine ganze Menge zusammen. Aber ich kann von den Razern und so ihre Haut nicht entnehmen, ne? Kann das sein? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ich kann die Haut nicht nehmen von denen. Das ist halt auch eine ganze Menge Geld, die mir flöten geht. Aber ich habe ja alle Bücher gekauft, die ich gefunden habe. Ist jetzt nicht so, als hätte ich was liegen lassen. Vielleicht lerne ich das erst mit Trophäe 3. Ja, Reißzähne und Krallen, genau. Keine Haut. Weil das wäre eine ganze Menge Kohle. Es wird halt schon wieder dunkel, das gefällt mir gerade nicht. Mana-Kraut. Ich brauche mehr von diesem Schmetterlingsrose und Mana-Kraut. Mondkraut. Wobei mir Schmetterlingsrose lieber wäre. Der andere auch? Nee. Dem anderen ist es egal, dass ich Freddy umgebracht habe. Okay, die Kamera ist wieder am Arsch. Es geht wieder, glaube ich. Dass ich mich an den meisten Gegnern echt nur mit Kritzschaden mache. Komm her, Sumpfei. Komm her. Ich kann die Zähne von denen auch nicht entnehmen. Okay, er backt. Armer Sumpfei. Ich wollte dich normal besiegen, aber ich wollte mir jetzt deinen Backen nicht antun. Da irgendwas?
Eventuell ist es auch dumm, jetzt die ganzen Razor und so schon umzubringen. Ja, wobei, je nachdem wie sie respawnen, geht mir gerade drum, wenn ich die Trophäen noch nicht entnehmen kann, ist es natürlich dumm, alles zu töten, was Trophäen gibt, aber... Vielleicht respawnen sie ja relativ schnell. Das Ding ist halt, ich könnte die, wenn es zwei sind, mit dem Feuerball einen töten, bis sie bei mir dran sind, aber den anderen nicht. Ich höre Wölfe. Vermutlich sind es aber Orkhunde. Gehe ich mal davon aus. Eigentlich müsste ich jetzt wieder zurück ins Lager, so dunkel wie es ist. Liegt da unten ein Toter? Ne, ist glaube ich nur eine Pflanze. Lass mal Lucky Lucky machen. Ja, ist nur eine Pflanze. Ja, ist dunkel. Altes Lager. Kann ich noch mal ein bisschen Int lernen. Wir können ja mal gucken. Ich stelle jetzt noch mal eine Feuersturmrune her. Was die wert ist. Vermutlich nicht viel, aber ich werde es ja dann sehen. So. Ich unterbreche jetzt hier die Folge. Wir sehen uns in meinem Häuschen wieder, wenn ich geschlafen habe. Einfach nur, dann sparen wir uns den Weg bis dahin. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.